Hallo meine kleinen Mini-Freunde, das hier wird heute was ganz, ganz Spezielles. Ich habe ein bisschen Angst, denn das hier wird alles super spontan. Ich habe keinen Plan, was passiert, denn wir können es auch nicht kontrollieren. Ihr habt schon alle im Titel gelesen, ich will gar nicht länger um den heißen Brei rumreden. Ich bin hier heute mit Wolfgang, zeig dich doch mal. Hallo. Mehr seht ihr halt auch nicht, sorry. Und Leute, wir haben den Schritt gewagt und sind Eltern geworden. Und nein, 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 Leute, es ist kein menschliches Kind. Um Gottes Willen, wir sind überhaupt gar nicht ready für ein menschliches Kind, aber es wird ein Fellkind. Und es wird nicht nur ein Fellkind, es ist ein Fellkind und es ist schon da und wir wollen es heute euch zeigen. Wolfgang, ich bin zu aufgeregt. Ja, das ist okay. Leute, ich habe zum ersten Mal Vatergefühle und ich muss wirklich zugeben, ich habe mich noch nie so gefühlt wie jetzt. Ich bin total aufgeregt, mein Herz ist... Hör jetzt auf, hier zu nerven wegen der scheiß Wespe. Wir werden euch heute unseren kleinen Welpen zeigen, der wirklich zuckersüß ist. Ich werde nicht zu viel versprochen haben, denn Poppy hat schon einen kleinen Instagram-Account und ihr konntet ganz schön viele Fragen an uns stellen. Die werden wir heute alle zusammen beantworten. Und wenn du irgendwas zu melden hast, darfst du auch reinrufen. Mach ich eh. Ich würde sagen, let's go mit dem süßesten Video aller Zeiten. Wir holen jetzt Poppy und deswegen würde ich sagen, let's go! Woo! Ich gucke ja sehr viel in den DMs nach und super viele fragen, oh, welche Rasse ist das? Was für eine Rasse ist Poppy? Ja, hallo, die Fragen sind schon hier. Nimm doch nicht alles vorweg. Ja, aber das steht doch oben in... Ja, die Leute sind manchmal auch einfach ein bisschen schwer vom Begriff. Ich verstehe es ja, dass die aufgeregt sind, aber... Ja, die sind aufgeregt, weil wir unser Kind bekommen haben. Da kann man das ja wohl mal nachvollziehen. Ja, ich bin auch aufgeregt, aber ich weiß das auch, dass es ein Italiener ist. Willst du jetzt sagen, meine Community wäre dumm? Das hast du gesagt. Gleich fliegst du raus hier, Freundchen. Ich bin doch schon draußen. Das stimmt. Okay, ich gebe dir jetzt die Fragen und ich will einen Hund, ja? Wo ist der? Den Hund holen. Nein, ich will den Hund. Du hast sie gleich ganze Zeit. Ja, okay, dann hol sie. Hoffentlich bleibt sie hier. Leute, wir wollen natürlich nicht, dass sie überstrapaziert wird. Haben wir die Leckerlis? Wir haben sogar das Hundeshampoo hier. Es wird schon gut gehen. Hallo, mein Schatz. Oh. Leute, das hier ist unsere kleine Poppy. Und sie ist so süß. Oh mein Gott, ich liebe dich so doll, mein Schatz. Ja, 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 ja. Sie ist seit 4 Tagen unser kleiner Hund. Und sie ist jetzt für ihr ganzes Leben lang unser Baby. Unser richtiges, kleines, süßes Baby. Und wisst ihr was, Leute? Sie wird auch genauso von uns behandelt wie ein richtiges Baby. Hallo, ich bin Poppy. Und ich bin jetzt hier. Ich gehöre jetzt zur Familie. Ihr habt uns eine Menge Fragen auf Instagram gestellt. Ihr Instagram-Account heißt Poppy's Jungle. Guckt auf jeden Fall... Ja. Hier, komm her. Hier, komm her. Ihr Instagram-Account heißt Poppy's Jungle. Ihr solltet auf die... Oh, ups, das war jetzt die Kamera. Ihr findet den Link unten in der Beschreibung, wenn ihr mehr süße Fotos von ihr sehen wollt. Und dort habt ihr uns auch ganz viele Fragen gestellt. Wolfgang fängt jetzt an, diese Fragen vorzulesen. Und Poppy und ich werden sie offiziell hier beantworten. Let's go! Welche Rasse ist sie? Poppy ist ein italienisches Windspiel und derjenige von euch, der mich schon ein wenig länger verfolgt, der wird wissen, dass italienische Windspiele meine absolute Traumrasse ist. Ich kannte diese Rasse vorher gar nicht, aber finde sie mega süß. Ich habe tatsächlich das erste Mal über italienische Windspiele in einem Video offiziell gesprochen, 2017 in einem Video mit Clara und mit Dylan, wo ich meine Lieblingshunderasse ein krebskrankes Mädchen, was wir besucht haben im Krankenhaus. Ah. Da habe ich das erste Mal davon erzählt, dass es meine absolute Traumrasse ist. Und ich hätte niemals gedacht, dass es eintritt, weil Wolfgang war am Anfang gar nicht überzeugt von Windspielen, muss man an dieser Stelle einfach mal erwähnen. Ich habe gesagt, ich liebe alle Hunde. Du meintest am Anfang, dass sie dir viel zu dünn wären. Naja, gerade dick ist sie nicht. Ja, nee, das stimmt. Aber ja. Ich habe ihn ewig nicht überzeugt bekommen. Er wollte die ganze Zeit einen Dackel. Ich habe ihn halt jeden Morgen irgendwelche Instagram-Dackel-Profile geschickt, die so ultra cute waren. Aber irgendwann waren wir mal auf einer Autofahrt und ich habe so ein Bild von einem super süßen Windspiel gegoogelt und habe es ihm so hingezeigt und er so, oh, das ist aber süß. Und dann habe ich ihm erst gesagt, welche Rasse das ist. Und dann hatte ich ihn an der Angel. Zweite Frage. Ja. Wie wird Poppy ungefähr aussehen, wenn sie groß ist? Wir haben natürlich sehr, sehr viele Aufnahmen bei ihrer Mama gemacht und wir haben natürlich auch ganz viele andere Windspiele vorher kennengelernt. Ich würde sagen, wir zeigen jetzt einfach mal den Leuten ein bisschen, wie wir die Rasse kennengelernt haben. Was machen wir denn hier? Wir spielen mit unseren Babys. Das sind alles meine Kinder. Oh, wie süß die sind. Oh, ich will nie wieder hier weg. Ich will die alle mitnehmen. Ja. Warum und wie habt ihr euch für sie entschieden? Wir haben sie gesehen und haben uns sofort verliebt. Es war nicht wirklich eine Entscheidung. Es war einfach so, als die Welpen gerade geboren sind, sind wir zum Züchter zum ersten Mal gefahren. Und dann hat er gesagt, hier, die könnte es sein. Und wir so, yo, das ist es. Ich habe mich auch sofort verliebt in sie. Es war nie eine Entscheidung oder sowas. Es war einfach so, okay, nehmen wir, sofort. Ja. Oh, Baby. Oh. Ja. Ist das etwa Poppy hier? Das ist unsere Poppy.
Wir haben uns ineinander verliebt, alle waren verliebt. Ja, wir sind eine glückliche, verliebte Familie jetzt und es war einfach Liebe auf den ersten Blick und nie eine Entscheidung. Wie sehen die Eltern von Poppy aus? Wir haben sogar ein Video gemacht von ihrer Mama noch, ne? Als wir sie abgeholt haben. Als sie dich umgeschmissen hat. Oh ja, stimmt. Die ganzen Welpen waren in so einem Pool, damit die nicht da rauskommen und die Mutter natürlich auch. Und dann kam auf einmal die Mutter an, als ich Poppys erstmal auf dem Arm hatte und hat einfach so, weil sie das nicht cool fand, hat sie mich einfach umgestoßen. Nächste Frage. Wie alt ist sie? Poppy ist 9 Wochen alt. Poppy, den kaut man langsam, okay? Der wird nicht direkt verschlungen hier. Wenn ihr das Video seht, ist es genau eine Woche her, seitdem wir Poppy haben. Und deswegen müssen wir auch erstmal gucken, wie wir mit ihr klarkommen. Es ändert sich nämlich gerade alles. Leute, es ist 6 Minuten vor Ankunft bei Poppy. Wolfgang ist auch gerade hier, das ist seine Hand. Erzähl mal, wie dein Gefühlszustand ist. Oh, ich bin irgendwie aufgeregt, aber irgendwie kann ich es auch noch nicht so richtig fassen. Das wird unser Leben für die nächsten 15 Jahre locker verändern. Und wir sind jetzt einfach Beziehungserrechtigte. Nee, andersrum. Erziehungsberechtigte. Ja. Sie hat auch gar nicht, als wir sie abgeholt haben, irgendwie Stress gemacht oder so. Sie hat nicht einmal geweint. Sie war ein ganz tapferes Mädchen. Hallo Poppy, jetzt geht's nach Hause. Das sind deine Geschwister. Tschüss. Sie weiß noch gar nicht, was mit ihr geschieht jetzt. Aber sie versteht halt nicht, dass sie jetzt das beste Leben der Welt haben wird. Der Züchter hat gerade gesagt, wir sollen sie nicht zu sehr vertätscheln. Wir so, nee. Und wir so, hier schon Zeug, alles dabei. Ich kann es noch gar nicht fassen. Ich auch nicht. Sie ist so eine Liebe. Sie ist richtig neugierig, sie ist richtig offen. Sie zittert gar nicht, sie hatte richtig Bock. Und sie hat sogar schon mit mir gekuschelt. Sie kam ebenso richtig schön an und hat sich an meine Wange geschmiegt. Und Wolfgang ist einfach neidisch, weil er Auto fahren muss. Nächste Frage. Furzt er oft? Ich glaube, die Frage war halt an Wolfgang gestellt, weil du furzt oft, das kann ich bestätigen. Der Hund. Nein, der Hund hat noch nie gefurzt, glaube ich. Naja, manchmal stinkt es schon ein bisschen nach Scheiße. Hä? Wenn Poppy furzt, dann riecht es nach Rosenduft. Das ist so wie bei meinen Pfützen. Hast du es noch nie gemerkt? Deine riechen nach Gülle. Seitdem du hier herumfurzt im Garten, verwelkt hier alles. Gab es Diskussionen über den Namen oder wart ihr euch direkt einig? Wir haben sehr lange überlegt, wie wir sie nennen, ne? Weil unser erster Urlaub war in Thailand. Immer unter unserer Strandliege, obwohl wir die immer wieder getauscht haben, hat sich ein relativ großer Labrador gelegt. Und dieser Labrador hatte, er hatte einen sehr langen Hodensack. Dicke Eier. Irgendwann haben wir das halt gemerkt, haben uns drüber lustig gemacht. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir müssen ihn jetzt Balls nennen. Und dann war einfach 14 Tage lang im Urlaub Balls immer an unserer Seite, wenn wir am Strand waren. Und dann haben wir irgendwann nach dem Urlaub gesagt, okay, eigentlich muss unser erster Hund, den wir irgendwann mal haben, Balls heißen. Ja, und dann ist es ein Mädchen geworden und dann wäre Balls einfach unangenehm gewesen. Wir hatten kurz überlegt, ob wir sie Boobs nennen, aber dann haben wir es gelassen. Kurze Zeit hat mir gedacht, sie heißt Penelope. Aber irgendwie hat mir Penelope bzw. Penny dann auch nicht so gut gefallen. Und dann sind wir irgendwann mal spazieren gegangen und waren gerade im Wald und dann ist mir Poppy eingefallen und wir waren beide so, ja, Poppy passt. Ja, das war echt super. Geht ihr mit Poppy in die Hundeschule? Wir haben auf jeden Fall vor, mit Poppy in die Hundeschule zu gehen. Wir haben schon welche rausgesucht. Wir müssen uns noch davon überzeugen, ob diese Hundeschulen auch gut sind. Das Problem ist halt, wenn man so eine Welpengruppe nimmt und da zum Beispiel Labrador-Welpen da drinne, die sind so tollpatschig und aber doch schon so mächtig, dass sie so ein kleines Windspiel einfach umschmeißen und die Beine brechen. Ich bin so aufgeregt, Leute, es tut mir leid, aber gleichzeitig nichts mit dem Hund falsch zu machen, ihn euch auch noch zu zeigen und dann auch noch Geschichten zu erzählen, gar nicht so einfach. Ne? Magst du noch mal hinkommen, mein Schatz? So, apropos gar nicht so einfach. Mhm. Wie sind die Nächte mit ihr? Die ersten beiden waren extrem positiv und wir dachten wirklich, wir haben den bravsten Hund der Welt. Wir benutzen dieses System mit der Box, das heißt, zum Schlafen geht sie in ihre Box rein und wenn sie pullern muss, macht sie sich bemerkbar. Und sie hat sie einfach nicht bemerkbar gemacht, denn sie musste nicht pullern. Wir sind mit ihr runtergegangen, es hat eine Minute gedauert und sie hat hier im Garten gepullert. Sie ist halt einfach ein super braver Hund, dachten wir, bis zur dritten Nacht, denn da hat sie einfach so in ihre Box reingepinkelt, ohne uns Bescheid zu sagen, ne? Frisst sie deine Pflanzen? Wollen wir doch mal schauen. Magst du das kleine Blatt? Okay, zur Not frisst sie halt das Blatt. Das ist ein kleiner Tauschstern, der ist gut für sie. Da sind viele Vitamine drin. Alle Pflanzen, die giftig sind, haben wir schon hochgestellt oder weggestellt oder wir schmeißen sie weg. Und alle anderen Pflanzen findet sie auch überhaupt nicht interessant. Also sie ist hier draußen mal so ein bisschen mit Blättern rumspielen, aber drin absolut keine Pflanze. Interesse. Ich sag mal so, ihr Leckerli hat sie bekommen. Hab ich das nicht rein? Reingetan. Das lag oben drauf. Oh, echt? Windspiele sind übrigens sehr intelligent. Sie zählen zu den intelligentesten Hunderassen. Und das nervt mich ein bisschen. Ich wünschte, sie wäre ein bisschen dümmer. Ist sie dein Hund? Nein, sie ist mein Schwein.
Also nein, Leute, also sie ist natürlich unser Hund. Wir haben uns beide dafür entschieden, uns diesen Hund hier anzuschaffen und mit ihm unser Leben zu teilen. Und deswegen ist er unser Hund, nicht meiner. Wer ist das strengere Elternteil? Ich dachte die ganze Zeit, dass ich viel strenger sein werde, weil Wolfgang ist so, der kann diesem Hundeblick nicht widerstehen. Aber dann denke ich mir halt so, wenn dieses kleine Wesen, ich weiß es auch nicht. Ich bin nicht ganz so der Strenge. Aber ich versuch's und ich kriege das auch hin, versprochen. Ja, wir werden den Hund sehr, sehr gut erziehen. Sie wird besser erzogen sein als die meisten anderen. Okay, das sollte ich vielleicht nicht sagen. Und sie wird besser erzogen sein wie du. Nein! Ist Poppy ein Mädchen oder Junge? Zeig mal. Ich glaube, die... Das zeige ich doch jetzt nicht. Okay. Das ist ihr Intimbereich. Ich glaube, die Frage hat sich schon von alleine beantwortet. Sie ist natürlich ein Junge. Sie ist ein Mädchen. Wo ist Poppys Lieblingsplatz? Poppys Lieblingsplatz ist überall dort, wo Sonnenstrahlen hinkommen, denn dieses Vieh liebt Sonne und Wärme. Und auch wenn es draußen 30 Grad sind, legt die sich auch noch in die Sonne. Die spinnt. Was mögt ihr an Poppy am meisten? Also. Sie riecht unglaublich gut. Ja gut, aber jeder Welpe riecht gut, ne? Sie riecht gut. Ja, das ist, weil wir jetzt halt... Riecht gut. Das liegt daran, dass wir jetzt Poppy, Elterngefühle haben. Poppy riecht gut. Kannst du mir dabei wenn mal unser Kind riecht Poppy gut? Wenn unser Kind jetzt... Nein, ich frage wenn dich jetzt, eine Frage. Nein. Ich mach das hier gleich alles aus. Wenn unser Kind ein Scheißhaufen wäre, dann würden jetzt wir selbst das... Nicht! Hör auf! Selbst wenn unser Kind ein Scheißhaufen wäre, würden wir finden, dass sie gut riecht. Einfach, nee. Weil wenn man einmal Elterngefühle hat, dann ist alles schön und also lecker. Ihre Kacke stinkt schon. Gar nicht! Die riecht auch richtig gut. Du bist so eklig. Was mögen wir noch an ihr? Ich liebe ihre Liebesbedürftigkeit. Ja. Warum hat sie kein Fell? Der Hund hat Fell. Es ist halt nur quasi die gleiche Farbe wie ihre Haut. Und deswegen sieht es so aus, als hätte sie kein Fell. Und es ist sehr, sehr dünn. Aber es ist wunderschönes Fell. Wenn ihr sie fühlen könntet, würdet ihr denken, wow, was für ein tolles Fell. Kann sie sich gut mit anderen anfreunden oder ist sie schüchtern? Sie ist gefühlt der offenste Hund, den ich je kennengelernt habe, oder? Ich glaube, wir haben mehr Angst als sie. Ja, also sie ist super neugierig, super offen, super fröhlich. Oh, die Kinder hier hinten, ey. Ja, von die Hunde. Wo stimmt's denn Hunde? Verstehen sich Poppy und Wommel gut miteinander? Tja, das ist eine Frage, die wir leider nicht beantworten können, denn meine Eltern wohnen 4 Autostunden von hier entfernt. Natürlich fahren wir jetzt nicht direkt in der ersten Woche dahin. Was man gerade bei der Hundeerziehung beachten muss, die ersten Wochen sind super wichtige Tage. Ja. Alle Fehler, die man da macht, die können sich gravierend auf das Verhalten zukünftig auswirken. Deswegen sind wir sehr vorsichtig. Wir versuchen, sie nicht zu überstrapazieren. Aber natürlich wollen wir so früh wie möglich, wenn es möglich ist, dahin fahren. Ich will dich nicht demütigen, deswegen frage ich die nächste Frage nicht. Welche? Wen mag Poppy lieber? Wolfie oder Joey? Du bist so nervig. Sorry. Wie lange behaltet ihr ihn? Ja, das ist eine dämliche Frage, weil wir werden sie behalten, bis es sie nicht mehr gibt. Und ich möchte nicht darüber nachdenken, dass es sie irgendwann nicht mehr gibt, aber diesen Hund wird niemand anders bekommen. Wir haben uns sehr lange darum gekümmert, uns die Frage zu stellen, ob es für uns wirklich möglich ist, diesen Hund so lange wie er lebt quasi zu pflegen und ihm das beste Leben überhaupt möglich zu verschaffen. Und wir sind zu 100% der Meinung, dass wir das hinkriegen. Poppys erstes Mal im Drive-In. Oha. Poppys erste Cola Light. Wir haben uns halt, bevor wir das Haus mit Garten hatten, dagegen entschieden, einen Hund zu holen, einfach weil wir ihm nicht das Leben hätten verschaffen können, was er verdient hätte, unserer Meinung nach. Ja. Genau 11 Monate, nachdem wir hier eingezogen sind, ist der Hund da. Nächsten Monat sind wir einfach ein Jahr in diesem Haus hier. Crazy. Und hast du mal gesehen, wie schön ich den Rasen hinbekommen habe? Den hast du toll hinbekommen, aber ich habe halt auch den Rasen gut hinbekommen. Hä? Ich habe mitgeholfen. Nee. Und ich habe recherchiert, wie es geht. Du hast nur ausgeführt. Ich hab's einfach gemacht. Ich bin hier das Gehirn. Werdet ihr mehrere Videos mit Poppy drehen? Ja klar, natürlich werdet ihr Poppy jetzt öfter sehen. Wenn ihr Bock darauf habt, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon halten würdet. Sie wird halt immer da sein, genau. Natürlich, weil sie in unserem Leben ist. Sie wird jetzt halt überall mit dabei sein, weil dieser Hund ist dafür gemacht, dass er überall mit dabei ist. Sie möchte überall mit hinkommen, denn sie möchte halt auch nicht alleine sein. Und sie wird ein sehr aufregendes Leben haben, Leute, das versteht ihr halt nicht. Und sie auch nicht. So, ich glaube, das waren erstmal genug Fragen zu unserem kleinen, süßen Babyreh, denn sie sieht aus wie ein Babyreh. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ich würde mich riesig darüber freuen. Du dich auch, Wolfgang? Ja. Und wenn das Video online kommt, an dem Tag, sind wir beide auch sehr aktiv in den... In den Kommentaren auf YouTube natürlich. Ja, genau. Das heißt, wenn ihr mit Wolfgang ein bisschen chatten wollt, jetzt ist eure Gelegenheit, Leute. Ja, es wird jetzt hier kein Live-Chat, aber... Ja, ihr wisst Bescheid, nervt ja, doch nicht. Hört doch auf, irgend so eine dumme Kacke zu labern, ey. Naja, ihr findet den Link zu ihrem Instagram unten in der Beschreibung. Guckt mal vorbei, es wird sich lohnen, denn sie ist halt auch einfach ein Model. Sorry. Und ja, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr meine Videos von mir sehen wollt. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder!